Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DC Universe Online. Heute Heldentaten im Gerichtsgebäude, eine Warnmeldung, also vier Personen. Und wir zeigen hier mal die diversen Feeds, die man hier machen kann. Das sind einige. Und wir gucken mal im Schnelldurchlauf, bis wir zur ersten Aufgabe kommen, die eine Heldentat ergibt. So, dann haben wir die erste Angriffswelle hinter uns gebracht und der Gerichtsdiener ist erschienen. Und folgende ist die Aufgabe, um die Heldentat zu erfüllen. Wir müssen die Geschworenen hier zum Gerichtsdiener bringen und die Geschworenen müssen alle von uns sein. Eine gelbe Leuchte, das ist ein Geschworener von uns. Eine blaue Leuchte wäre ein Geschworener für die Brainiacs. Und die dürfen auf keinen Fall den Gerichtsdiener erreichen, um dort einen Geschworenen zu platzieren. Sondern es müssen alle Geschworenen von uns sein. Wenn die ersten sechs drin sind, wird der Gerichtsdiener freigelassen und der darf dann aber auf keinen Fall K.O. geschlagen werden, weil wir noch weitermachen müssen und auch weiter aufpassen müssen, dass die Brainiacs keinen von ihren Geschworenen hineinbekommen. Seht, zweite gelbe Leuchte, wieder einer von uns. Und das ist gar nicht so einfach, einer muss hier gut aufpassen, dass es keiner schafft. Und eventuell auch geworfene Kistchen, also Geschworenen, hineinbringen. Und man muss wirklich überall sein zugleich, weil die schleichen sich an und manchmal kriegt man es gar nicht mit. Aber die dürfen auf keinen Fall den Gerichtssinn erreichen. Und auch, wenn er da gleich frei ist, müsst ihr sehr gut aufpassen, wenn er es jetzt mit höherem CR macht, so wie wir gerade. Man darf wahrscheinlich nicht mal blocken, weil das wahrscheinlich den Gerichtsdiener schon umbringen würde. Das heißt, geht ihm dann so lange aus dem Weg, bis wirklich alle Kisten drin sind. Denn die werden sonst automatisch mit Brainiac-Geschworenen aufgefüllt, sobald er gestorben ist. Da haben wir wieder eingeschafft. Wir gucken uns das mal an, bis wir fertig sind. So, kommen wir zur nächsten Feed. Hier sind wir jetzt bei den Anwälten, Staatsanwälten und Strafverteidiger. Die müssen in einem sehr kurzen Abstand nacheinander K.O. geschlagen werden. Deswegen bin ich hier jetzt gerade vorsichtig und hau den so zu runter, dass er noch ein Drittel hat. Dann warten wir ab, bis er wieder in seinem Käfig unverwundbar wird. Und auf diesen beiden Seiten kann man dafür sorgen, dass die... Jetzt ist er wieder drin im Käfig. So, jetzt tauchen hier gleich... Da hinten tauchen sie wieder auf. Ich gehe jetzt auf die Seite, um den anderen frei zu bekommen. Dafür muss man die kaputt machen hier. So. Und jetzt ist der andere frei. So, auch bis zum Drittel runter. So, und weil wir jetzt so hohe CR haben, ging das recht einfach.
Der andere ist dann, taucht dann automatisch, ist dann automatisch frei, wenn der eine K.O. gegangen ist. Und dann hat man, bin ich ganz sicher, ich glaube, es waren 30 Sekunden oder 12 oder weniger, aber das kann man nachlesen, dass sie dann beide gleichzeitig down gehen. So, das war Defeat. Und Defeat im letzten Raum ist es, dass alle Strafen, die der Richter verhängt, auch durchgeführt werden. Das heißt, man darf nicht die Strafen unterbrechen. Also man darf dann nicht die Ads kaputt hauen, damit der wieder freigelassen wird. Oder die Sozialarbeit, so heißt die Strafe, da darf man nicht zu den Kisten und sie nicht aktivieren. Und auch beim Henker, wenn er kommt und den Gefangenen umbringt, darf man das auch nicht verhindern. Den muss man dann wieder aufheben. Tja, gucken wir uns das mal an. So, dann haben wir den Richter geschafft. Dann, man glaubt es kaum, gibt es hier drin eine weitere Feed. Wieder eine Sammelfeed. Wir müssen hier jetzt herumfliegen und einen unsichtbaren Roboter suchen. Von diesen Robotern gibt es drei Stück: Alpha, Beta und Zeta. Und die muss man alle einmal gesehen haben und erledigt haben. Das ist manchmal sehr, sehr langweilig, weil die eben unsichtbar sind. Und bis man sie gefunden hat, muss man dicht an ihm vorbeifliegen oder ihn sogar berühren, damit er überhaupt auftaucht. Und deswegen fliegen wir jetzt hier rum und fliegen herum, bis wir ihn gesehen haben, um ihn dann fertig zu machen. Wie gesagt, davon gibt es drei verschiedene und hat man alle drei, ist die Feed vollbracht. Ja, dann fliegen wir mal herum, bis wir ihn gefunden haben. Thank you.
So, da sehen wir uns hin. Da ist das rote kleine Ding. Und da unten steht er schon. Und wir haben hier den Beta. Ja, ich warte noch mal eben, dass die anderen alle da sind. Damit auch alle ihn kriegen. Alle sind da. Machen wir ihn weg. Und schon haben wir einen von den dreien für die Feed erwischt. Ja, das waren die Feeds im Gerichtsgebäude. Ich hoffe, es hat geholfen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bei Fragen oder Informationen oder Tipps schreibt gerne in die Kommentare. Wir versuchen auf alles zu antworten. Also bis zum nächsten Mal, eure Deserteure.